Am Mittwoch, den 14. Juni 2023, waren alle Interessierte zu einem Tag der offenen Tür in der Zentrale der Unternehmensgruppe BMV UTB eingeladen. Die Einladung nahmen viele interessierte Personen, Kinder, Jugendliche und Schulklassen an. Es waren auch viele Erwachsene beim Tag der offenen Tür mit dabei. Das Thema des Tages war die richtige Mülltrennung. Alle Besuchergruppen bekamen eine Führung durch das BMV-Gelände und es wurde ihnen auch gezeigt, was mit dem Müll passiert und wie er verarbeitet wird. Was alles am Tag der offenen Tür angeboten wurde, erklärt uns der Obmann-Stellvertreter des BMV, Bürgermeister Georg Rosner. Ja, zunächst glaube ich, dass das sehr wichtig ist, dass sich Kinder mit der Thematik Müll auseinandersetzen. Müll trennen, Müll vermeiden. Und oft ist es so, dass die Kinder dann nach Hause kommen und die Eltern aufklären, wenn man das richtig macht. Und ich glaube, das hat schon einmal einen Sinn. Ja, und es ist ja nicht nur für die Kinder heute geöffnet, sondern auch für die Erwachsenen. Die Bevölkerung soll sich ein Bild machen, was hier im Müllverband hinter den Kulissen quasi für Arbeiten anstehen. Ob das jetzt die Trennung ist, wo man Metall vom Restmüll trennt, wo man eine Schredermaschine hat, wo der Müll geschreddert wird, wo man eine Verrottung hat, wo die Rotte quasi dann dementsprechend entsorgt werden muss. Also es sind viele, viele Schritte, viele fleißige Hände, die hier Hand anlegen und das, glaube ich, kann man herzeigen und darum ist der Tag der offenen Tür, glaube ich, eine ganz gute Sache und freue mich, dass heute viele Menschen kommen. Eine ganz wichtige Zielgruppe des BMV sind die Kinder. Warum, erklärt uns der Geschäftsführer des BMV, Johann Janisch. Also wir haben jetzt nach ein paar Jahren Pause wieder die Möglichkeit, die Wege des Abfalls herzuzeigen, also welche Wege geht der Abfall in der ganzen Verwertung, und das bieten wir heute im Rahmen des Tags der offenen Tür wieder an. Es sind heute sehr viele Schulklassen angemeldet, was uns sehr freut, weil ja Kinder wichtige Multiplikatoren für unsere Arbeit und für unsere Tätigkeit sind. Und die Kinder bekommen hier eine Führung, sie können durch die Anlage gehen, sie sehen, was mit dem Abfall hier passiert. Und die Kinder können das dann auch zu Hause weitererzählen und damit haben wir eine gute Möglichkeit, unsere Arbeit auch nach außen hin darzustellen. Jetzt dürfen aber nicht nur Schulklassen kommen, sondern alle, oder? Natürlich, also grundsätzlich ist eine offene Veranstaltung, es kann heute jeder kommen. Wir haben über Inserate das auch bekannt gegeben, also jeder, der interessiert ist und sich hier die Anlage ansehen möchte, kann kommen, kann eine Führung bekommen. Es gibt auch eine kleine Verköstigung dann nach der Führung, wo man eine Kleinigkeit essen kann und etwas trinken kann und das Ganze dann noch vielleicht auch nachbesprechen kann. Viele sehen BMV und UTB, aber wissen den Unterschied nicht. Wir haben für Sie nachgefragt. Herr Diplom-Ingenieur, wir sind heute beim Tag der offenen Tür beim BMV. Ich sehe aber auf Ihrer Weste UTB. Erklären Sie mir den Unterschied ein bisschen. Es ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich versuche es immer mit einer einfachen Gleichung. Der Burgenländische Müllverband trägt die Verantwortung für die Abfallwirtschaft. Der Umweltdienst Burgenland trägt den Müll. Wir sind jenes Unternehmen, das sozusagen landesweit in ganz Burgenland die Abfallentsorgung operativ durchführt. Das bedeutet, wir haben 300 Mitarbeiter, wir haben einen Fuhrpark, wir haben Anlagen, die sogenannte Splitting-Anlage hier an Ort. Und mit dieser Einrichtung und Ausstattung versuchen wir, möglichst moderne Abfallwirtschaft zu gestalten. Herr Seliger, Sie waren ja ehemaliger Obmann vom BMV und sind jetzt zum UTB gewechselt. Was ist dort Ihre Aufgabe? Ja, wir machen für den Müllverband das operative Geschäft. Das heißt, die Mitarbeiter, die die Mülltonnen abholen, die Mitarbeiter, die draußen sichtbar werden, mit Ausnahme der Außendienstmitarbeiter, das sind die Mitarbeiter des UTB. Wir machen die operative Arbeit für den BMV. Das heißt, ihr holt den Müll ab und der BMV verarbeitet weiter? Wir holen den Müll ab, wir betreiben auch hier die Anlage, das heißt, auch den Müll verarbeiten wir weiter. Und der BMV ist der Dachverband der 171 Gemeinden, die sozusagen den UTB vor einigen Jahrzehnten gegründet haben, damit die operative Arbeit eben durch diese Gesellschaft gemacht wird.
Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor, geht es ja offensiv sozusagen in die Schulen, verteilt Infomaterial und so weiter. Das macht das wiederum auch der BMV, der Müllverband. Die Außendienstmitarbeiter gehen in die Schulen, machen Aufklärungsarbeit, machen eben Aufklärungsarbeit im Hinblick auf die richtige Mülltrennung, und die Kinder sind diejenigen, die das dann zu Hause, ich habe das selber bei meinen eigenen Kindern erlebt, die zu Hause dann wie die Müllsheriffs genau darauf schauen, dass das auch funktioniert. Und so wird das halt von Generation zu Generation weitergetragen, und so sind wir auch in Zukunft gut aufgestellt. Mit dem heutigen Tag ist Obmann und Bürgermeister Michael Lampel sehr zufrieden. Herr Lampel, Sie sind Obmann vom BMV. Heute ist Tag der offenen Tür in Oberpullendorf. Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung, mit der Ausrichtung? Ja, es läuft inzwischen ganz gut. Es sind schon sehr viele Kinder da gewesen, werden demnächst noch Kinder kommen. Es sind für uns ganz wichtig, dass Kinder da kommen, dass die Schulen vorbeikommen, wo wir ihnen diese Mülltrennung näher bringen können, was ganz wichtig ist, weil die Kinder ja unser Multiplikator mehr oder weniger in der Mülltrennung auch ist. Aber es kommen dann meistens so gegen um die Mittagszeit dann auch die Erwachsenen verstärkt herein, die auch diese Rundgänge besuchen und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Veranstaltung, nicht nur für den Bürgerländischen Müllverband, sondern für die öffentliche Abfallentsorgung, die öffentliche Trennung, die Abfalltrennung ist für uns ganz wichtig, derartige Veranstaltung. Und überhaupt, dass wir es nach 5 Jahren wieder machen haben können, nach dieser Pandemie, weil 2018 war die letzte Veranstaltung. Zwar war es damals sehr heiß, heute ist nicht so heiß, aber zum Glück hat der Regen aufgehört. Also wer noch kommen will, kann jederzeit vorbeikommen. Ein kleiner Rückblick, was mit dem Restmüll passiert. Als erstes kommt der Restmüll in eine Trennungsanlage. Mit einem Förderband kommt der Müll in eine große Trommel, wo die kleinen feinen Teile aussortiert werden, die dann zur Deponie kommen. Dann fährt der Müll weiter zu einer Rüttelanlage, wo durch Magnete die Eisenteile und auch die Dosen aussortiert werden. Danach kommt der Müll in einen Schredder und zum Schluss kommt das grobe Material zur Verbrennung. Um die Trennungsarbeit zu erleichtern, bittet der BMV, keine Dosen, Elektrogeräte oder Batterien in die Restmülltonne zu werfen. Diese Sachen gehören zur Abfallsammelstelle in Ihrer Gemeinde. Lithiumbatterien oder Akkus sind besonders gefährlich und gehören auf keinen Fall in den Restmüll, da akute Brandgefahr besteht und diese Lithiumbatterien oder Akkus sehr schwer zu löschen sind. Die gehören unbedingt zur Abfallsammelstelle in Ihrer Gemeinde, wo sie fachgerecht gesammelt und entsorgt werden.